Für viele Familien ist es schwer, eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden. Noch schwerer finden zugewanderte Familien eine Unterkunft, vor allem wenn es Roma sind. In Neukölln gibt es ein bundesweites Vorzeigeprojekt, ein Roma-Haus, gekauft und saniert von der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft unter Mitwirkung der Mieter. Jetzt soll es auch eine Notunterkunft in Charlottenburg geben. Das wünscht sich der Senat. Bezirk und Anwohner sind aber alles andere als begeistert. Die Überlegungen für dieses Haus sorgen im Kiez rund um den Klausener Platz für Aufregung. Im Hinterhof könnte die Notunterkunft für Roma-Familien entstehen, für 70 bis 80 Menschen. Dort sind jetzt Werkstätten und Baracken. Noch gibt es nur wenige Informationen über das Projekt und so sammeln sich Fragen und Unsicherheit beim benachbarten Kiezbüro. Anwohner kommen täglich zu uns oder rufen an und sind besorgt und sind auch teilweise auch erregt. Es gibt sogar Aggressionen im Vorfeld bereits. Sein Kiezbündnis sorgt sich um den Zusammenhalt im Quartier, das knapp zur Hälfte von Migranten bewohnt wird. Wenn man eine Notunterkunft schafft, das heißt ein Elendsquartier, dann darf man sich nicht wundern, wenn davon sozialer Unfriede ausgeht. Und das können wir hier leider nicht gebrauchen. Weder die zuständige Senatorin Dile Kolat noch die Integrationsbeauftragte des Senats will sich gegenüber der Abendschau äußern. Es sei noch keine Entscheidung für das Projekt gefallen, das im Bezirk auf massiven Widerstand stößt. Weil erstmal das Haus an sich voll vermietet ist. Auf dem hinteren Teilgrundstück, dort wo die Unterbringung erfolgen soll vermutlich, sich Gewerbemieter befinden, die natürlich jetzt darum fürchten, ihre Gewerberäume wieder loszuwerden, kurzfristig sozusagen verdrängt werden. Und einem solchen Verdrängungsprozess würde das Bezirksamt niemals seine Zustimmung geben. Das Gebäude gehört einer kirchlichen Wohnungsgesellschaft, die in Neukölln gemeinsam mit der Caritas bereits ein Vorzeigewohnprojekt für Roma betreibt. Im Umfeld des Charlottenburger Vorhabens aber fehlten Schul- und Kita-Plätze, so der Stadtrat. Außerdem gäbe es schon Flüchtlingseinrichtungen in der Nachbarschaft. Man darf es nicht an einer Stelle so arg konzentrieren. Und die Region 1, zu der dieser Bereich gehört, ist schon mit zwei Einrichtungen deutlich versorgt. In der Region 1, rund um den Kaiserdamm, wird in dem derzeitigen Jugendhotel noch eine weitere Flüchtlingsunterkunft entstehen. Damit sei das Ende der Fahnenstange erreicht, meint der Stadtrat.